Guten Morgen. Es ist jetzt 6 Uhr und wir sind seit 4 Uhr wach schon. Bernd ist schon weg, der ist schon zur Arbeit. Der hat da Termine online. Aber eigentlich sind wir aufgewacht, weil das Murphy raus musste. Ja, und dann war ich halt so wach. Da habe ich gesagt, dann bleibe ich jetzt auch wach. Habe ich schon das Video geschnitten von gestern. Es lädt jetzt gerade hoch. Und jetzt mache ich gerade die Brote für die Männer hier, dass die versorgt sind. Der Bernd kommt gleich nochmal wieder. Und bringt Calvino zur Schule und holt sich hier sein Proviant ab für den Tag. Der wird heute auch nicht zur Mittagspause nach Hause kommen. Und bringt den Calvino zur Schule, habe ich das schon gesagt. Ja, wir wollten ja eigentlich das Schokoticket für Calvino holen. Haben jetzt aber gedacht, dass wenn jetzt morgen wieder entschieden, ob dieser Lockdown weitergeht, sieht man ja mein Hüftspeck, jo. also im November, jetzt ist ja November, mit diesem Teil-Lockdown und dann kommt ja Dezember, dann kommen Ferien und wenn die Schule jetzt nochmal schließt oder nochmal Quarantäne oder so, dann lohnt sich das gar nicht, dieses Ticket zu holen. Deswegen haben wir gesagt, fahren wir ihn jetzt erstmal noch morgens zur Schule. Wenn mal irgendwas ist, dass wir es nicht schaffen, ihn zu bringen oder abzuholen oder so, dann kann man ja auch so ein Ticket holen. Dann ist man aber halt flexibler. Dann hat man nicht direkt... Das ist ja für ein Jahr, dieses Schokoticket. Das wusste ich auch vorher nicht, dass man halt direkt so einen Vertrag für ein Jahr hat, was ja voll doof ist. Deswegen in Zeiten von Corona haben wir gesagt, ne, machen wir es lieber so. Ja, und jetzt schmier ich hier die Brote. Damit die Männer, das habe ich euch schon erzählt, ne, essen können. Ich habe hier schon Brokkoli, also den habe ich noch nicht aufgetaut, da bin ich dabei. Der ist jetzt seit ungefähr 2 Stunden schon hier am Hintauen. Ich mache heute so ein Brokkoli-Curry mit Kokosmilch und Linsen und sowas alles. Dann habe ich gedacht, dann kann ich das schon mal anfangen. Kann ja in Ruhe auftauen. Und ich war gestern noch im Aldi und als ich da so gelaufen bin und gestöbert habe, gab es Rosenkohl und da hatte ich so Bock drauf, schon voll lange jetzt. Ich bin die Einzige, die das hier mag. Keiner mag Rosenkohl außer die Mutti. Und der sieht auch nicht mehr so toll aus, aber ich konnte nicht dran vorbeigehen. Und ich glaube, wenn ich die Kraft habe heute, weil ich bin jetzt echt müde, werde ich mir den nachher fertig machen und mit so Margarine und Paniermehl schwenken und so. Und oh, lecker, da habe ich richtig Lust drauf. Vielleicht ein paar Kartoffelchen dazu. Ja, und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Das hatte ich euch schon mal erzählt, dass das eine Freundin von mir mit ihrem Partner zusammen auf den Markt geworfen hat. Und die gibt es in vegetarisch, die Currywurst. Und die gibt es auch als normal, also normal in Anführungsstrichen, mit Fleisch. Und 3 Stück habe ich, die würde ich gerne verlosen unter euch. Die sind jetzt alle vegetarisch. Die ist scharf. Die ist scharf. Und die ist nicht scharf. Hot Pot Curry Wurst. Also, wenn ihr die haben möchtet, schreibt mir bitte in die Kommentare, dass ihr die haben möchtet. Und dann weiß ich auch nicht, muss ich irgendwie eine Aufgabe stellen oder so. Keine Ahnung, wie soll ich das denn rausmachen, wer die gewinnt? Also es ist jetzt unbezahlt Werbung oder so, ne? Ich habe die einfach bekommen und ich würde die gerne unter euch verlosen. 3 Stück haben wir gegessen und 3 Stück für euch. Ja, schreibt mir einfach in die Kommentare, wenn ihr die haben möchtet und dann ja, werde ich das irgendwie auslosen, wer die gewinnt und dann schicke ich euch die zu. Smurfy, ich geh mal runter. Und für die, die nicht gewinnen, jetzt hat mir den Kopf gestoßen, werde ich die mal verlinken, falls jemand Interesse hat, sich die so zu bestellen. Oh, die Männer sind aus dem Haus und das heißt, ich kann mich jetzt hier hinchillen. Mein Shake habe ich da. Den kann ich jetzt erstmal frühstücken. Oben läuft der Staubsaugerroboter. Dann ist da gleich schon mal wenigstens sauber. Voll geil, der ist so richtig angenehm. Ach, Smurfy, echt jetzt? Ich wollte mich hier gleich noch richtig zudecken. Ja, du bist müde jetzt, ne?
War anstrengend. Komm, wir machen dein Halsband ab. So. Ach so, der Staubsaugerroboter. Ich werde immer gefragt, welchen wir haben. Und der ist in der Infobox verlinkt. Das ist so ein günstiger, den wir uns da gekauft haben. Und wir sind super zufrieden. Also für unsere Verhältnisse reicht der. Der läuft so mit Zufallsprinzip hin und her. Ohne App und so. Sowas wollte ich alles nicht. So ein Hightech-Ding. Und ja, der läuft halt jeden Tag. Und super mit Hund. Sehr zu empfehlen. Ja, die Männer sind jetzt losgefahren. Bernd fährt nochmal zur alten Wohnung, da noch ein paar Sachen machen und bringt den Calvino zur Schule. Achso, und ich muss ihm schreiben, wegen, wir haben hier diesen Gaiping Vortagsladen, das habe ich euch schon mal erzählt, wo die immer Brote haben vom Vortag von Gaiping. Moment, ich kann nicht beides gleichzeitig. Multitasking. Brot brauchen wir. So. So. Und zwar, die verkaufen immer das Brot von Gaiping vom Vortag. Und da ist richtig viel. Und das ist alles zum halben Preis. Und wir holen dann immer, keine Ahnung, 5 Stück, 10 Stück, je nachdem, wie viele Sorten die da haben. Das ist natürlich immer abhängig von dem, was übrig geblieben ist. Die schneiden die auch und dann frieren wir die ein. Und tauen die dann nach Bedarf auf. Und ja. Das machen wir jetzt schon eine ganze Weile so, weil wir irgendwann das Brot vom Aldi und so nicht mehr sehen konnten. Und ja, mein Brotbackautomat, habe ich euch ja erzählt, der war ja voll mit Schimmel, weil der in dieser Schimmelwohnung war. Also der hat so, der war nicht voll Schimmel, der hat so total muffig gerochen. Und den haben wir entsorgt und ich war bis jetzt immer noch zu geizig, mir einen neuen zu holen. Den ich mir rausgesucht habe, der kostet 100 Euro. Was heißt zu geizig? Aber ich denke mal so, er muss ja nicht sein. Wäre ja jetzt so voll Verschwendung oder Luxus. Man braucht es ja nicht wirklich, ne? Ja, mal gucken. Irgendwann gönne ich mir den. Aber so, ja, mit dem kann man halt auch Teig machen. Und weil wir auch viel Pizza und so selber machen, das wäre halt schon praktisch, ne? Dann schmeißt man einfach alles in die Maschine rein, drückt auf Teig, der lässt den gehen, den Hefeteig und so, und dann ist der einfach fertig. Voll toll. Ja, mal gucken. Wünsche ich mir zu Weihnachten. Ich habe jetzt schon mal vorgekocht. Und zwar ist das das Curry, was ich heute für uns, also für mich und Bernd, mache. Calvino ist heute woanders. Mit Brokkoli und roten Linsen, ganz viel Zwiebeln, Kokosmilch und Wasser. Ja, und ich schmuggel das jetzt hier auf 2 und ich muss jetzt unbedingt mal eben duschen gehen. Ihr seht, ich sehe total fertig aus. Ich habe versucht nochmal zu schlafen. Es hat nicht so wirklich geklappt. Egal, ich gehe jetzt duschen und werde mich so richtig schön so ein bisschen pampern, ne, so mit einreiben. Ich habe mir ja diese, das habe ich euch schon mal gezeigt, diesen Schwamm. Ach, ich zeige euch das oben einfach eben. Den hier, also das obere hier, wo nur noch der Schwamm ist. Das ist, wenn der Schwamm leer ist. Und so sieht der halt noch einigermaßen neu aus. Das ist vom DM. Und das ist richtig, oh, das riecht so lecker. Und mit diesem Luferschwamm, damit massiere ich mir so gerne den Bauch. Oh, und das gönne ich mir jetzt einfach ein bisschen. Und in der Zeit kann das Essen fertig kochen. Ich fühle mich jetzt ein bisschen fitter nach dem Duschen. Und da ich jetzt schon das Weihnachtsschmücken so 2-3 Tage vor mir herschiebe, weil immer irgendwas ist, habe ich mir vorgenommen, jetzt wenigstens den Adventskranz schon mal zu machen. Denn Sonntag ist der erste Advent. Also ihr seht, die Videos ja immer 2 Wochen verschoben oder versetzt. Damit, falls nach der Geburt, wenn ich da eine Pause brauche, dass ich da so Material habe, was ich euch zwischendurch zeigen kann. Jedenfalls ist Sonntag der erste Advent und deswegen will ich den jetzt schon mal aufstellen, den Adventskranz. Und einige von euch sind ganz gespannt, wie unser aussieht. Ich mache den jedes Jahr selber. So, das gehört nicht dazu. Und wie ich sehe, habe ich den letztes Jahr sogar so, wie er war. Verbannt aus der Küche. Der stand bei uns immer in der Küche bis jetzt, weil wir hatten ja nie so
den Platz auf dem Esstisch früher in der alten Wohnung. So, Kerzen. Oh, die sind schon noch vom letzten Jahr, aber die sind noch voll gut. Jetzt aus. Die Kerzen, wie gesagt, die sind vom letzten Jahr. Ich benutze sie jetzt aber trotzdem, weil ich das zu schade finde. Der stand letztes Jahr halt immer in der Küche und dementsprechend haben wir den selten beim Essen benutzt. Aber ja, egal. Ich habe ein bisschen neues Engelshaar drauf gemacht. Das alte habe ich mal entsorgt. Das war jetzt mehrere Jahre alt. Und der steht jetzt hier so auf dem Tisch. Wenn wir Besuch bekommen, dann können wir die Seite noch ausziehen, dann haben wir noch mehr Platz. Und hier sind die ganzen Sachen, die ich ja noch im Thomas Philips gekauft habe. Außer die beiden Sachen. Die sind vom, weiß ich gar nicht, Action, glaube ich. Und das hat gerade, ihr wisst schon, wer zwischen die Lefzen bekommen. Ja, ich höre es nur knack, knack, knack. Und ja, der ist einfach hier hoch und hat sich den geschnappt. Nutzt nichts. Und da muss ich nachher mal gucken, wie ich das alles hier so verteile. Und ja, einige Sachen noch. Und ich habe überlegt, ob ich da hinten die Fenster auch mache. Mal schauen, die muss ich erstmal putzen, die Fenster. Jetzt packe ich hier was zu essen ein. Das ist das Curry, was ich gekocht habe. Das kühlt jetzt gerade noch ein bisschen ab. Und dann nehme ich hier noch Reis mit. Hier. Und dann kochen wir auf der Arbeit gleich, also Bernd und ich, und essen das. Rosenkohl habe ich noch nicht geschafft zuzubereiten, obwohl ich da jetzt voll Bock drauf hätte. Aber ja, lohnt sich jetzt nicht mehr, weil ich den Bernd auf der Arbeit besuche. Tada! Es ist vollbracht, die Weihnachtsbeleuchtung am Esszimmerfenster. Ich habe hier Schneespray angebracht oder aufgetragen und diese kleinen Pilze von Thomas Philips, die aus Glas sind. Leider ist mir einer schon runtergefallen. Ich habe noch gesagt, ne, wer kauft denn Glasschmuck, wenn er einen irren Hund hat und noch ein Baby bekommt. Die brauche ich gar nicht dafür, ich kriege die auch alleine kaputt. Dann habe ich hier noch so Sachen hingestellt, die hat Calvino im Kindergarten damals mal gebastelt und die hat jedes Jahr zu Weihnachten kommen die wieder raus. So kleine Wichtelchen, die hat meine Mama mir geschenkt. Ja, unser Adventskranz. Und da ist das Küchenfenster. Da ist dann der kitschige Schmuck dran, wie ihr sehen könnt. Einmal die Melone und die Ananas und alles, was so rumkitschen kann. Genau, ja, schön, freue ich mich. Ich finde das sehr schön. Auch wenn es wahrscheinlich nicht jedermanns Sache ist. Aber mir gefällt das richtig gut. Jetzt fehlt mir halt da hinten die beiden Wohnzimmerfenster. Die hätte ich jetzt gerne einheitlich geschmückt. Weil wenn ich jetzt hier rausgehe, spazieren gehe mit dem Smurfy, dann sieht das richtig, richtig schön aus von außen. Und ich hätte halt gerne, weil die Fenster ja so nebeneinander liegend sind, quasi von außen. Das und das und das. Also man sieht das halt, ne, dass da jetzt nichts ist. Aber ja, egal. Ich zeige euch noch das Wintergartenfenster. Da hatten wir ja den Tag Schneespray dran gemacht, Calvino und ich. Oh je. Das flackert sehr in der Kamera, ne? Ja, da haben wir so einen Vorhang dran gemacht. So einen Lichterkettenvorhang haben wir da dran gemacht. Und ja,
Das war's. Ich warte jetzt auf den Bernd. Ich mache jetzt Abendbrot hier. Habe ich überlegt. Ich bereite das schon mal vor. Es wird heute einfach nur Brot geben. Wir haben ja schon warm gegessen heute Mittag, dieses Curry. Und ja, ich decke jetzt mal den Tisch. Achso, habe ich dir gleich erzählt. Die Elvira sagt doch immer, cool, der Bernd hat blitzen lassen, ne, wenn du dein Oberteil so hoch machst. Kurz mal nein, jetzt hast du gesagt, du sollst mal die Hose fallen lassen. Lohnt sich nicht. Bernd hat gerade keine Hose an, aber. Doch, Schlübbi. Ja, aber. Ne? Keine Jeans, Schlübbi. Aber das ist privat. Wir zeigen schon so viel. Ich lass bald die Hosen fallen bei der Geburt, das reicht ja, doch schon. Ich auch. Weil ich ja. Einen Hubschrauber hinter dir. Ja, und wir haben, soll ich das erzählen mit der Massage? Die Hebamme hat beim Geburtsvorbereitungskurs gesagt, also das weiß, wissen ja viele, dass man die Dammmassage machen kann. Das bereitet halt den Damm vor auf das, was da durch will. Also dass es halt nicht reißt und so. Und das würde ich gerne ausprobieren. Das habe ich bei der Geburt von Calvino damals nicht. Da kannte ich das gar nicht. Gar nichts von gehört damals so. Jedenfalls hat sie uns das erklärt, wie das geht. Also allen, jetzt nicht nur. Mir hast du das nie erklärt. Du warst doch dabei beim Geburtsvorbereitung. Aber hast du mir das nicht erklärt? Habe ich das versucht? Du hast das versucht schon? Ich habe das schon versucht. Ja, ich kann das auch machen, aber man soll das 10 Minuten machen. Das ist total unangenehm. Also, das ist sowieso unangenehm. Hast du den ganzen Arm drin? Ja, ich habe den ganzen Arm drin und Fuß auch. Das ist halt mit dem dicken Bauch total so schwierig. Führst du meine Hand dann? Nicht, dass ich Aua machen kann. Kannst mir nicht mehr Aua machen als deine Tochter. Ja, so tief stecke ich die Hand aber nicht rein. Du sollst sie auch gar nicht reinstecken, die ganze Hand. Ich wollte gerade gar nicht vorstellen. Guti, 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 guti. Ich erkläre dir das nochmal. Können wir ja nochmal, wenn wir bei der Hebamme sind? Nein, aber kein Video gucken. Die Hebamme erklärt dir das dann. Dann muss ich mich wahrscheinlich ausziehen. Ja. Und dann macht sie das am Beispiel, am lebenden Beispiel. Ein Püppchen ist ja. Naja, jedenfalls hat der Bernd gesagt, er macht das dann. Voller Freude. Ich freue mich. Was machen wir? Schlafen wir die Füße ein. Herr Rennt. Mäuschen. Das Murphy liegt immer bei Bernd zwischen den Beinen. So am besten nicht. Die furzen sich gegenseitig an. Die Beine sind tödlich. Ja, da verwest alles, was da anfurzt. Ja. Ja. Gut, ich werde das Video jetzt beenden. Irgendwas wollte ich noch erzählen, das habe ich aber. Pudding essen möchte, das wollte ich erzählen. Ja, das wollte ich nicht erzählen, das wollte ich machen. Hm. Und dann gehen wir schlafen, weil Bernd wollte jetzt schon hochgehen. Ich habe gesagt, ich muss erst noch meinen Pudding essen. Wollte nicht hochgehen, aber wenn der Hund, je länger der Hund jetzt hier im Schlaf rennt, umso fitter ist er gleich. Ja, wir haben Angst, dass er um 4 Uhr wieder raus muss. Ja, gut, der hatte wohl trinken, muss nach dem Knochen, ne? Ja. Okay, ihr Lieben, danke fürs Zuschauen und bis morgen wahrscheinlich. Tschüss.